Verdammte Straßenraudis. Wagen 12 mit denen die Melrose Avenue. Im Coffeeshop Too Hot wird eine Schlägerei wegen Trunkenheit gemeldet. Ich werde gewinnen. In Glendale, da fahren die Bullen massenweise hin. Wir können starten. Ich wiederhole, wir können starten. Alles klar. Lass das qualmen. Sicher.
dir verdient hat. Allerdings. Worauf du scharf bist. Du bist gegen ein paar Skateboards angetreten. Sehr gut. Eine Leistung. Spaß gemacht. Ich glaube, wir vorher mal tanken. Was grinst du denn so, Mann? Ich hätte dich fast geschlagen. Du denkst, du hättest mich fast geschlagen? Das stand nie zur Debatte, denn du hattest deine Kiste nie unter Kontrolle. Das geschallte wie eine alte Oma ohne Zwischengas, wie sie's gehört. Außerdem hattest du Glück, dass dein Nosch dir nicht die Motoraufhängung weggerissen hat. Und der denkt, er hätte mich schlagen können. Ach, was soll's? Er ist nicht ganz dicht. Er hat eine Schraube locker. Das sieht man doch. Jetzt muss ich mit dem verrückten Wissenschaftler den ganzen Motorblock zerlegen und die Kolbenringe ersetzen, die du verblasen hast. Und eins wird dir jeder richtige Rennfahrer sagen. Egal, ob du einen Inch oder eine Meile Vorsprung hast. Gewonnen ist gewonnen. Alle verfügbaren Einheiten zum Hawthorne Boulevard. Illegale Schläge. Scheiße, Bullen, 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 Bullen! Großartig. Was ist? Kannst dich schon mal auf eine scheiß lange Nacht einrichten. Fahrt uns nach! Oh, my God.
Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Ihr kommt uns nicht in die Quere und wir euch nicht. Damit können wir alle leben. Was soll ich dir sagen, Johnny? Wir haben uns verfahren. Wer ist wir? Mein neuer Mechaniker. Brian, das ist Johnny Tran und der Kerl in der Schlangenlederhose ist dein Cousin Lance. Johnny, wann lässt du mich mal gegen deinen Honda 2000 antreten? Ist das dein Wagen? Nein, jetzt gehört er ihm. Noch nicht, erst wenn ich ihn mir ausliefern lasse. Ein Wagen ohne Besitzer. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Wie findest du ihn, Lance? Eine beeindruckende Maschine. Da hast du recht. Also, Leute. Wir sehen uns nächsten Monat in der Wüste. Und mach dich schon mal auf eine Packung gefasst. Na, ja, aber komm nicht mit dieser Taschenrakete. Du wirst dich schon noch wundern. Was hatte das denn alles zu bedeuten? Lange Geschichte, das hat Zeit. Verschwinden wir. Erklärung schuldig. Das ist eine lange Geschichte. Wir haben einen 20 Meilen Fußmarsch vor uns. Ich habe denen mal ein Geschäft versaut. Außerdem habe ich den Fehler gemacht, mit seiner Schwester zu schlafen. Hey, Spillner! Willst du ein Bier? Ja, gerne. Oh, Scheiße. Wo wart ihr? Da waren massenweise Bullen und die müssen das richtig geplant haben. Die kamen aus allen Richtungen. Ist das dein Bier? Ja, das ist mein Bier. Hey, Dom! Warum schleppst du den Blindgänger hier an? Weil mich der Blindgänger von den Bullen gerettet hat. Er ist nicht einfach ins Fort zurückgaloppiert. Der Blindgänger hat mich zurückgebracht. Du kannst hier jedes Bier haben, das du willst. Solange du auf Corona stehst. Danke, Mann. Das ist das Bier von Vince, also lass es dir schmecken. Der Typ hat hier nichts zu suchen. Du kennst diesen Penner doch überhaupt nicht. Ja, da hat er recht, Dom. Vince, ich kannte dich doch irgendwann früher auch noch nicht. Ja, aber das war in der dritten Klasse. Ja, genau. Und was sind für Bräute im Angebot? Hey, du musst mir nur sagen, welche du willst. Vielleicht du solltest lieber nicht so einen Scheiß erzählen. Letty, hast du irgendwas? Du siehst ganz schön müde aus. Lass uns nach oben gehen. Ich möchte, dass du mich massierst. Und was ist mit den Gästen? Wie wär's, wenn wir nach oben gehen und du massierst mich? Hey. Du schuldest mir noch in 10 Sekunden, Arthur, klar? Hast du auch gespült? Hör jetzt endlich auf mit diesem Scheiß! Schluss jetzt! Lass das! Komm mit. Ich brauch was zu trinken. Ach, komm schon, Mia. Wir wollten uns gerade so schön vertragen. Stimmt doch. Ja.